Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier und jetzt ein kleines Mod-Test-Video zu der gerade veröffentlichten Stahlbogenbrücke. Ist was Asiatisches, Chinesisches. Ich kann weder den Namen der Mod der Brücke noch den genauen Namen des Modders, der Modderin aussprechen. Sei es drum, vielen lieben Dank vorab meinerseits. Ihr findet die Mod im Steam-Workshop, den Link dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Cool ist an der Mod, dass sie gerade mal 5,5 MB groß ist. Und die Mod schauen wir uns jetzt mal genauer an und probieren sie im besten Fall hier einfach mal gerade an der Stelle, wo wir drauf schauen, auch einzufügen, zu verbauen in diesem Gleisabschnitt und dann eine direkte Durchfahrt durch oder über die Brücke einzutüten hier in diesem Video. Viel Spaß! Jo, und dafür pausieren wir einfach mal das Game und reißen mal einfach recht großzügig die bestehende Brücke ab und gucken mal, wie wir hier die neue Brücke einfügen können. Ob das funktioniert, snappt und funktioniert, perfekt. Und die nehmen wir einfach sogar doppelt, wenn sie denn doppelt rangeht. Geht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir sind hier unten nicht auf dem Boden. Ich habe keine Elemente gefunden. Hätte ich mal Hochgeschwindigkeit machen sollen, oder? Warte, ich tausche den mal aus. So, also nochmal Hochgeschwindigkeit, Rohleitung an. Nochmal rangebaut, aber nichtsdestotrotz, wir haben hier unten die Stützen, die fehlen. Die probiere ich einfach mal mit Geoffrey gerade auf die Schnelle darzustellen. Kurz, Moment bitte. Yes, was für eine Rumpfummelei gerade mit Geoffrey. Wahrscheinlich gibt es sogar bessere Mods, die hier die Brückenpfeilerkonstruktion darstellen würden. Naja, jetzt auf die Schnelle muss es so reichen. Und da kommt auch schon der nächste Zug, soweit können wir gar nicht abreißen. Aber wir reißen mal hier ein Stück zurück und gucken mal, dass wir irgendwie die Gleise wieder zusammenbringen, die zwei Stränge. So, hat funktioniert, sieht vielleicht nicht ganz so cool aus für die Schnelle oder auf die Schnelle, muss aber so reichen. Und hier auch der Anschluss, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt den besten gewählt habe, wahrscheinlich aber nicht. Bei der Mitfahrt oben drüber soll es aber nicht ganz so schlimm aussehen. Wir steigen mal ein. Ach was, wir steigen noch nicht ein, wir schauen uns das Ganze erstmal von außerhalb an. So schaut es denn aus? Ja, bei der Unterbau oder der Pfeilerkonstruktion bin ich jetzt nicht zufrieden, aber im Sinne der Mod-Vorstellung soll es mal fix so reichen. Und ja, die Brücke an sich, das Blaue ist jetzt auch die Frage. Man könnte recherchieren, wenn es tatsächlich eine Brücke mit originalem Vorbild ist und die ist auch so blau und vielleicht hier auch mit diesem weißen schraffierten angemalt oder lackiert, vielleicht um den Himmel etwas identisch darzustellen, der macht Sinn. Ansonsten gefällt mir der Ton, diese helle blaue Farbe, nicht unbedingt allzu doll. Trotzdem ist die Konstruktion cool. So, und dann schnell mal eine Mitfahrt. So schaut das Ganze aus. Warum denn nicht? So, und wenn wir nochmal probieren zu analysieren, ob die Mod Performance schonend ist oder nicht. Ich komme hier zu keinem richtigen Ergebnis, muss ich sagen. Wir sehen hier, das müsste die Brücke sein, derzeit an zweiter Position mit 12% Anteil. Aber kann ich auch gerade voll und ganz verstehen. Jetzt sehen wir die auch nochmal mit größten Anteil. Aber ich habe kein gefühltes richtiges Verhältnis. Wir schauen mal, ob hier gerade ein Zug kommt. So, und wenn wir hier einfach mal den Zug reinstellen in die Brücke und das Spiel pausieren, dann sehen wir natürlich, wenn wir gucken, mit den vielen Waggons, dass die Mod der Waggons erstmal Überhand annimmt mit 40%. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es nicht genau analysieren, hier mit 3% Anteil. Ich glaube, das hier fällt auch noch unter die Mod. Die Trees sind einfach die Bäume. Ich glaube, ich hätte erwartet, dass tatsächlich die Anteilnahme der Mod an der Gesamtperformance oder die prozentuale Anteilnahme noch geringer ausfällt. Aber da spricht mal wieder nur der Halbwissende Checko, von daher bin mir nicht sicher. Und am Ende, glaube ich, geht es schon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Von daher, dann sage ich es lieber dazu.
sei es drum. So schaut die Mod aus und ja, wenn ihr euch die Mod zieht, lasst unbedingt und gerne einen Daumen für die Modder im Steam Workshop da. Gerne natürlich auch einen Kommentar oder auch mehr, gelle. Und dasselbe gilt natürlich für meinen kleinen Kanal. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Und dann kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Reinschalten und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checo. Servus.